Glücklicherweise konnte die Witwe des XXL-Ostfriesen Tammerhanken lebend aus diesem völlig zerstörten Fahrzeug gerettet werden. Am frühen Silvestermorgen krachte Carmen Hanken im niedersächsischen Jemgum mit ihrem Pferdetransporter frontal in den Baum. Eine Ölspur auf der Fahrbahn soll die Ursache für den Unfall gewesen sein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die 56-Jährige aber binnen 10 Minuten aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte sie dann in ein Krankenhaus. Ein erneut schwerer Schlag für Carmen Hanken. Am letzten Tag in 2016, nachdem sie mit dem Tod ihres Mannes Tamme vor knapp 3 Monaten bereits eine so schwere Tragödie verarbeiten musste.